Euch allen viel Vergnügen, dritter Stream mittlerweile mit Jack&Lance 3 auf Twitch. Beginnt einer neuen Mini-Aufzeichnungsstapel für YouTube. Wir sind dabei, ein Minenfeld zu entschärfen. Im Tutorial-Texte sind ja aktiviert und uns erklärt, dass es hier einen Guard-Post gibt, also einen Wachposten hier irgendwo in der Nähe. Die werden einen Angriffstrupp gleich losschicken, um die Ortschaft, das Dorf im Ernie-Sektor, also hier vorne in der Mitte, zurückzuholen. Wir hatten den ja befreit. Die werden gleich einen Trupp losschicken. Wir sollten gucken, dass wir zurückmarschieren. Wir haben zwar einen Miliztrupp von 4 Milizen rekrutiert und ausgebildet. Aber ob das ausreicht, weiß ich nicht. Wir hatten auch gesagt, dass wir denen noch ein Maschinengewehr, ein schweres, beschaffen sollte. Das gibt es hier vorne. Ich kann es bewegen, leider nicht. Das gibt es hier vorne in dem Fort. Wir sind hier unten. Unsere Söldner sollten die Attacke zurückwerfen und vielleicht versuchen, den feindlichen Squad sogar zu unterbrechen in ihrem Weg hin zum Ziel. Das geht über den Operations-Button in der Ansicht. Dadurch können wir Milizen trainieren, wir hatten schon 4 trainiert. Dafür müssen wir mindestens einen Söldner vor Ort haben, haben wir gemacht. Genau, und wir hatten, und dafür setzt man eine Möglichkeit Söldner ein mit einem höheren Führerschaftswert, hatten wir auch gemacht und das ist alles okay. Und sehen wir denn schon, von wo die losmarschieren? Im Augenblick nicht, ne? Im Augenblick sehe ich nicht, dass irgendwo jemand starten würde. Wir können mal gucken gehen in unseren Anmerkungen, ob hier schon mal irgendwas steht. Ja, wir haben gesagt, wir haben Hermann schon gefunden, den Schankwirt aus Ernie Village. Haben ihn befreit hier, der stand mit einem Minenfeld, der läuft gleich zurück, ist egal. Das ist okay, dann schauen wir mal in unsere E-Mails rein. Ah, wir werden informiert über Ärzte und wie die funktionieren. Man sollte eine Möglichkeit einen Doktor dabei haben, wer hätte das gedacht? Ja, das ist alles nur so Blabla. Das brauchen wir nicht. Fertiges Spiel wird auf Deutsch sein. Wir machen zum Release dann ein richtiges Let's Play. Starten wir nochmal von Beginn an. Und dann gucken wir uns auch alle Texte an. Ja? Hier gehen wir wieder raus. Wir sind hier vorne. Und wir wollten... abspeichern war, glaube ich, mit F5. Ja, hat geklappt. Und das ist unser Entschärfungsexperte. Und wir laufen hier langsam noch rum mit ihm. Wollen wir mal gucken, hier, ob wir noch ein paar Landminen entschärfen können. Das gibt uns jedem ein paar Parts, also ein paar Maschinenteile. Und das hilft und mit denen wiederum können wir dann nachher Sachen reparieren. Wie viele Streams ich insgesamt eingeplant habe, haben wir das gerade hier geschafft? Ist die entschärft? Ja, ne? Also 4 hier. Dann, ich darf wie gesagt 12 Stunden Gameplay zeigen. Das kommt in meinem Tempo mit Unterbrechung und Pausen und teilweise sind das nur Teile von Streams, sollte das mit 4 Streams hinkommen. Und zum Release jede Menge. Oh, coole neue Waffen. Eine MP. Mit einer halbwegs vernünftigen Reihe. Wir haben einen ersten Helm bekommen. Minen, Munition. Wir nehmen einmal alles mit. Die verteilen wir nachher weiter. Jemand haben mit einem guten Skill, ne? Wir wären total aufgeschmissen sonst. Hier unten waren wir, glaube ich, schon, ne? Ich darf jetzt nicht in den Chat gucken, dann schicke ich die Leute irgendwie mit einem langen Bewegungsbefehl direkt auf eine Mine drauf. Wann das Full Release ist, haben die Entwickler noch nicht gesagt. Ich persönlich würde vermuten im Sommer, aber ich habe keine konkreten Infos. Und wenn, dann dürfte ich sie nicht sagen, aber ich habe auch wirklich keine.
Aber also der Stand des Spiels ist ja schon vielversprechend. Die Vertonung ist immer wahnsinnig aufwendig. Es gibt so viel, was hier vertont werden muss. Vertonung wird nur auf Englisch sein. Ich habe mal nachgefragt beim Publisher. Ich werde euch zum Release, gehe ich fest von aus, ein Angebot machen können, via Games Planet, dass ihr nicht abschlagen könnt. Einen personalisierten Gutscheincode, mit dem ihr das Spiel billiger bekommt. Das machen wir ganz oft bei den Spielen von THQ Nordic. Und dann bekommt ihr das Spiel billiger aus einer legalen Quelle, kein grauer Markt und so weiter. Das sollte eigentlich gut passen. Boah, die Blutspuren hier. Boah, das ist knapp. Ich wäre fast mit dem draufgelaufen. Boah, das war knapp, Leute. Das war knapp. Ein Schritt zu viel. Landminen sind eklig. Ich habe ja vorher als Radiojournalist gearbeitet, wisst ihr ja. Vor vielen, vielen Jahren ich habe die zu Hause besucht in Hessen, ein Interview geführt mit einer ehemaligen Bundeswehrmitarbeiterin, die als Minenräumerin in Afghanistan unterwegs war. Die hat ein Buch geschrieben zu dem Thema, ein Sachbuch, und hab mich mit ihr getroffen, langes Gespräch in dem Haus gemacht, wo die gelebt hat. Und das ist wirklich, also ganz, ganz furchtbar. Das ist wirklich eine Seuche. Und es ist vor allem eine Waffe, die wirklich Zivilisten halt trifft. Ne? Und es ist wirklich ganz, ganz scheußlich. Gibt es in verschiedenen Arten. Es gibt immer wieder Versuche, durch internationale Abkommen die verschiedenen Arten von Minen zu bannen. Auch der Westen setzt leider viel zu oft Minen trotzdem ein oder Gruppierungen, entweder persönlich, wo wir irgendwie denken, wir sollten eigentlich für die sein. Auch die Ukraine, ich fiebere echt damit, dass die ihren Krieg gewinnen und dass die ihr Land und ihre Menschen befreien können. Aber haben vor kurzem auch versucht, vom Westen Waffen zu bekommen, Landminen zu bekommen, die eigentlich völkerrechtlich geächtet sind, weil sie sagen, die andere Seite nutzt die auch. Ich persönlich halte das trotz dieser Begründung für den falschen Weg. Bin froh, dass das nicht geklappt hat. Hier sollten eigentlich keine mehr sein. Es gibt teilweise ganz furchtbare Waffen. Es gibt auch Waffen, die zum Beispiel Minen, die abgeworfen werden und die so aussehen wie Spielzeug. Ohne Scheiß. Mit dem absichtlichen Ziel, dass Kinder die finden und dass Kinder dann verletzt, verstümmelt werden und dadurch ihre Erwachsenen total demoralisiert werden oder sich um die Kinder kümmern müssen und so weiter. Es gibt ja auch als Kriegsführung oft das Prinzip, dass viele Streitkräfte sogar eher versuchen, möglichst viele Soldaten der Gegenseite nicht zu töten, sondern zu verstümmeln und zu verletzen, weil sie sagen, das hat einen demoralisierenden Einfluss auf die Gegenseite und diese Leute sind viel schwerer zu versorgen. Deshalb wäre es cooler, Leute nicht umzubringen bei der Gegenseite, sondern in der Regel nur so schwer zu verletzen, wie es irgendwie geht, dass die aufwendig betreut und danach monatelang in die Reha sein müssen, weil das wird die Gegenseite am meisten ausbremsen. Also ich sag's nur, wie es ist. Abscheulich. Also Krieg ist wirklich, wir spielen hier Kriegsspiele, macht einen Heiden Spaß hier, ist ja auch nicht echt, ist ja Fiktion, aber ich bin verdammt froh, dass wir in Frieden leben und dass ich den Krieg nur von Kriegsspielen im Internet kenne. Mit euch gemeinsam hier und nicht in Wirklichkeit. Da bin ich echt so froh drüber. Liebe Grüße an Ranger nochmal. Der kennt sich damit auch gut aus mit dem Thema aus professioneller Sicht, weil er selber ja Soldat ist. Hier haben wir, glaube ich, alles gefunden. Waren wir bis hier vorne? Ich glaube ja, ne? Gibt es noch irgendwen, den wir looten können? Ich denke nicht. Mit Alt können wir uns alle Loot-Ziele anzeigen lassen. Hier waren wir noch nicht. Ich renne mal. Nee, nicht mit ihr, bitte. Ich schleiche einmal vorsichtig mit Barry nochmal hier durch, hier unten hin.
Ah, diese Person ist mit Splittern übersät, mit furchtbaren Verletzungen, ist halt ins Minenfeld reingelaufen. Ach, das ist gar kein Loot. Das sind nur hier nur Infos, die da draufstehen. Handgekritzelte Zettel, die einen warnen auf... Hier unten ist doch noch was. Hier kann er, glaube ich, auch aufstehen jetzt. Nochmal tolle Waffen, super. Da gibt es noch was. Ne, da sind wir nur reingekommen. Da oben gibt es was, da rennen wir einmal rüber mit ihm. Und wenn die anderen in der Nähe sind, dann bekommen die Loot. Dann kann man Loot auch direkt an die verteilen, dass das zu ihnen passen würde. Lockra, danke dir. Wutsch, danke dir. Sumpf, danke dir. Drei neue Abonnenten, alle drei neu bei uns. Ganz liebe Grüße, Blumen aus dem Chat für Lockra. Willkommensblümchen für Wutsch oder Wutsch, Wutsch, ne? Und an Sumpf. Danke euch allen. Heading out. Einmal hier untersuchen. Ja, vielleicht können wir hier irgendwas noch finden, aber hier, das hatten wir, glaube ich, schon geplündert. Jetzt schauen wir uns das Thema Loot einmal an und gehen ins Inventar rein, mit ihr aufzurufen. Die Munition ist immer im Squad. Insgesamt im Squad, die muss man nicht jemand einzeln geben, das wird immer automatisch gelöst, das finde ich auch sehr schön, weil bei vielen anderen Spielen nervt mich das total. Dass es gibt einzelne Rundentaktikspiele, die mit Absicht so hyperkomplex, weil dann ist es besser sein wollen, da muss man jedem Einzelnen zu seiner passenden Waffe die passende Munition in sein persönliches Inventar geben. Das ist für mich ein Spielfeature, das vielleicht gut gemeint ist, aber schlecht gemacht und das strategische Herausforderungen nicht bewirkt, sondern mehr so, ja, eine mehr taktisch mehr Arbeit macht. Aber das ist eigentlich nur, weil man täuscht Komplexität und man täuscht strategische Entscheidungen dadurch vor, dass man einfach mehr so kleine Fleißaufgaben einbaut. Das ist, finde ich, vollkommen unsinnig. Persönlich, meine Meinung. Die Medizin geben wir dem Doc. Und der Fox. Ah, nee. Braucht die nicht, die hat alle, ja, und dann checken wir, das sind die Parts, die gehen wir dem Mechaniker, der Mechaniker war Kalina. Genau, dann checken wir auch noch alle anderen Waffen und ob wir irgendwas verteilen wollen, das ist Fox, Fox hat Schießpulver, dass wir kombinieren können, um eine bestimmte Bombe herzustellen. Dann geben wir das mal dem Sprengstoffexperten Barry runter. Ja, der hatte gar keinen Platz mehr. Der hat aber eben viel gelootet. Wir gucken mal auf eine Sache von Barry, wo Anna. Wir verteilen ein paar der Helme. Wir geben mal Fox, wir geben mal Blatt einen Helm, weil der ist immer ganz weit vorne. Ein Helm für ist der in einem schlechten Zustand. Wir nutzen ihn trotzdem. Yes. WB wird gerne angegriffen. Unser WB bekommt auch seinen Helm. Ja, ich will mich selber ein bisschen schützen, muss so sein. Was haben wir sonst noch an Waffen unter anderen Geschichten? Die Granaten gehen wir runter zu Barry. Genau. Ja, der sammelt die. Kann mir wahnsinnig viel tragen. Blatt trägt gar nichts. Faules Sacker hier echt. Was könnten wir ihm mitgeben? Ihm können wir noch eine Waffe geben. Der sammelt all die Waffen der WB. Wer hat welche Waffe im Augenblick? Braucht noch jemand eine Zweitwaffe? Das ist eine mit kurzer Reichweite, das ist eine mit langer. Das ist eine mit kurzer Reichweite. Da haben wir mittlerweile eine mit langer irgendwo. Das sind solche mit kurzer Reichweite. Mhm. Dann geben wir hier WB noch eine Waffe mit kurzer Reichweite, eine richtig gute hier hin als Zweitwaffe. Die muss, ja, die müsste munitioniert werden hier.
Da müssen wir Munition, glaube ich, draufziehen oder die irgendwie benutzen. Das ist eine MP, die könnten wir Reichweite, halbwegs guter Zustand, 20er Reichweite jemand anders noch geben als Alternative. Ich weiß nicht, brauchen wir drei Arten von Waffen bei Blatt, drei Arten von Minen und eine Knarre? Nicht Blatt, Barry. Blatt hat die Messer. Ah, die können wir nicht hier oben hinziehen. Okay. Ja, wir könnten sagen, sind nur eine Waffe mit. Und wir packen das... Ach nee, das ist ja nicht die rechte Seite, das ist getrennt. Wie viel Munition haben wir denn für das MP? 20er Reichweite. Munition ist welche? Wo steht das? Weiß ich nicht. Wir probieren das einfach mal aus, indem wir hier mal irgendeinen das tauschen lassen. Einmal, wo ist sie? Hier vorne, einmal die Waffen wechseln, einmal laden. Okay. Da hat sie schon eine sehr lange Reichweite. Ich hätte gerne hier für jemand anders noch irgendeine Waffe mit einer langen Reichweite eigentlich. Fände ich ganz cool. Wem, warum sollen wir die noch geben? What? Als Alternative. B hat schon eine mit langer Reichweite. Sie hat schon eine. Bei Barry könnten wir das machen. Ich glaube nicht, dass der drei Arten von Granaten braucht, oder? Notfalls kann er sich auch über das Inventar holen, die neuen. Warum braucht er die? Ne? Das reicht ja völlig aus. Wir geben ihm die Waffe hier. Die MP. Und zwar beide im gleich guten Zustand. Ne? Die hier. Und dann könnten wir sogar noch eine MP rausrücken. Yes? Für Fox, dann hat Fox kein Messer mehr. Fox könnte sich das Messer aus dem Inventar holen, vermute ich mal, ne? Ja, wir machen das mal. Wir geben Fox mal... Ach, Moment. Fox hat einen extrem hohen Geschicklichkeitswert. Ein 100er und die Fähigkeit mit dem Messer zu agieren, skaliert mit dem Geschicklichkeitswert, der ist bei ihr beim Maximum bei 100. Also ihr ein Messer zu lassen, ist keine dumme Entscheidung, glaube ich. Das sollten wir eigentlich machen. Wir könnten die zweite MP ihr geben, weil das Gewehr geht schnell alle. Für ganz lange, weil es geht schnell kaputt, das Gewehr hier. Ja? Und einmal nachladen, bitte. Alles klar. Ja? So. Und nun geht's weiter in Richtung zu hier oben hin. Dahin reisen wir jetzt, okay? Wollen wir uns vorher ausheilen? Die Frage ist, wie lange dauert das? Das dauert 10 Stunden, das ist relativ kurz. Und dann würden in beiden Fällen, bei denen die Verwundungen weggehen, die sorgen unter anderem dafür, dass sie weniger Aktionspunkte haben und dass sie lahmer im Gelände unterwegs sind und weniger machen können. Ja? Soll das so machen? Einmal mit den beiden und ich hoffe, in der Zeit passiert nichts Doofes woanders. Mit zwei Doktoren ging es eventuell sogar schneller. Mal schauen, wie viel schneller es ginge. 7 Stunden nur. Und was macht der Letzte dann? Keine Ahnung, so machen wir das hier.
Du sparen wir Zeit. Ja? Und einer bleibt übrig. Und das ist Barry, Explosivstoffe Barry. Was soll der denn machen? Der hat einen 46er Wert. Sachen, ein Item aussuchen, das wir reparieren wollen. Der sollte eigentlich eins der MPs gut reparieren können. In der kurzen Zeit. Wie lange dauert das? 8 Stunden. Das andere waren 7, 8,5 zu 7. Ist doch super. Passt doch prima. Einverstanden? Da können wir auch gleich hier das Gewehr noch dazu nehmen. 8,45. Machen wir. Helme reparieren. Ist vielleicht sogar noch wichtiger, aber dauert zu lange. Okay? Wir können alternativ die Helme flicken. Wir können sagen, wir reparieren nicht so einen MP, wir reparieren stattdessen die Helme. Was meint ihr? Obwohl, bislang hatten wir ja noch nicht so viele Treffer. Ich denke auch eher bei so Spielen offensiv als defensiv. Ich versuche immer, den Schaden zu optimieren. Früher habe ich das anders gemacht. Da habe ich immer so Tanks aufgebaut, die eher offensiv schwach wären. Mittlerweile diese Art von Spielen spiele ich eher offensiv. Ich setze darauf, dass wir selber klug schießen können und dass es irgendwie gut geht und dadurch in einem auch es hinbekommen, dass wir weniger Schaden erleiden. Ja, wenn man das einmal so rehe. Hier läuft Zeit. Da läuft gleich der Kontrakt ab. Zwei sind heil. Die Reparatur mal ziehen wir noch zum Ende durch. So. Jetzt ziehen wir hier oben hin. Ist mittlerweile hier irgendjemand hingekommen, um uns anzugreifen? Nein. Einmal rauf hier hin. Nein. Was war denn das hier? Ich will nur hier hin. Oh Gott. Zweiter Klick und jetzt passiert's. Alles gut. So, wir sind da. Gehen einmal rein in die Karte. Hey, Bien, my friends from the beach. I was just talking about you, wasn't I? Erinnert ihr euch? Wir treffen Bastien wieder, den wir haben leben lassen. Der war da als Plünderer unterwegs und jetzt ist er anscheinend der Anführer, jetzt Mitglied einer Plünderergruppe. Da ist er halt nur zur Hälfte vertont. Ich bitte um Verzeihung, ist halt so. Und wir treffen hier halt Bastien und seine Plünderer hier. So true. Yeah, so true. But I'm sure our friends here are willing to help pay for our hospitality. After all, they saw little Miss Emma and her rich friend. I'm thinking they gave you money, no? You don't want to be selfish and let my poor family starve. Er bettelt uns an, wir haben doch sicher Geld bekommen. Das sollten wir ihm jetzt rausrücken, weil wir großzügige Menschen sind, er sagt in einem schmierigen Unterton. Also, das machen wir natürlich nicht. Die Frage ist nur, ja, wir können mit ihm diskutieren. Was für eine Gastfreundschaft soll das denn hier sein? That's right. I showed you hospitality by letting you visit my shack. Now you have to pay for accommodation, plus interest. It's actually just a lean-to. Not like I stash things there or something. No, I would never. Jetzt hat er plötzlich Ärger mit seiner eigenen Gruppe. Und wir verpetzen ihn. Warst du so stolz, was uns erzählt, wie du deine Freunde bestohlen hast? Als sie nicht hingeguckt haben und seine Freunde stehen gerade neben ihm. Was? Er hat uns bestohlen, schnappt ihn euch! Naja. Scheiße. Sehr cool. Wir haben ihn verpetzt und wir bekommen XP, jede Menge. Und ein Perk wurde aktiviert bei Fox. Eine Spezialeigenschaft. Hey, Boss! Long time no see! Und wir haben die Situation diplomatisch gelöst durch Petzen. Petzen hat oft einen schlechten Ruf, meiner persönlichen Meinung nach, völlig zu Unrecht.